Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, zugegeben, Kollege Lauer, für YouTube hat die Rede hervorragend höchstwahrscheinlich gereicht. Die können Sie ja dann gleich zusammenschneiden mit der Rede vom letzten Bundesparteitag der Piraten. In der Sache selber, glaube ich, haben Sie dem Antrag oder dem Ursprungsantrag und auch der Gewaltschutzambulanz hier heute ganz, ganz wenig geholfen. Vor gut 4 Wochen stellte Jörg Zierke vom Bundeskriminalamt zusammen mit Rainer Becker vom Deutschen Kinderschutzbund die Kriminalstatistik der kindlichen Gewaltopfer für 2013 vor. Gestatten Sie eine 153. Entschuldigung, Herr Präsident? Eine Zwischenfrage des Kollegen Delius gestatten. Nein, Herr Delius kann sich ja gerne im Anschluss melden. Ich denke, der Kollege Lauer hat doch ihm gerade alles gesagt für Ihre Fraktion. Okay. 153. Nun hören Sie, ich bin beim zweiten Satz und Sie haben eine Zwischenfrage. Ich frage mich, was Sie schon alle gehört haben wollen, was ich noch nicht gesagt habe, lieber Kollege Delius. Das ist eine Frechheit, was Sie hier machen. Ja, das ist eine Frechheit, was Sie hier machen als Fraktionsvorsitzender. Darf ich fortfahren, Herr Kollege Delius? Dankeschön. Genau. So ist das Niveau bei Ihnen. Herzlichen Dank. 153 Kinder wurden deutschlandweit getötet. In 72 Fällen blieb es ein Tötungsversuch. 4.051 Fälle von misshandelten Kindern sind für 2013 in Deutschland verzeichnet. Die Dunkelziffer liegt sicher viel höher. Ich möchte zu Beginn meiner Rede Jörg Zierke zitieren. Er sagte: Wir müssen alles daran setzen, dass Misshandlung und Missbrauch noch frühzeitiger erkannt und verhindert werden. Das Zusammenwirken von Sicherheitsbehörden, Politik, Justiz, kommunalen Behörden und auch privaten Akteuren ist dabei entscheidend. Auf der Bundespressekonferenz ging es um Kinder, und ich bin dankbar, dass mit dem Modellprojekt der Gewaltschutzambulanz an der Charité ein Projekt in Berlin erprobt wird, was Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen helfen kann. Dem ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, nichts hinzuzufügen. Laut Frau Etzold von der Gewaltschutzambulanz finden sich dort grundsätzlich 3 Patientengruppen. Opfer von häuslicher Gewalt, Kinder, die misshandelt wurden, gut ein Drittel der Patienten und Menschen, die zum Opfer von Gewalt durch Dritte geworden sind. Zentral in dieser Debatte ist, es muss ein funktionierendes System geschaffen werden, damit Opfer von Gewalt effektiv betreut werden können. Gerade bei diesen komplexen Fällen ist eine Beweisaufnahme und Beweissicherung von zentraler Bedeutung, um handlungsfähig zu bleiben, um die Täter zu überführen und die Opfer zu schützen. Und es ist von zentraler Bedeutung, dass eine medizinische Versorgung garantiert ist, aber auch eine Dokumentation der Verletzungen in Form von Fotos und einer schriftlichen Darstellung. Die Betroffenen müssen etwas in der Hand haben, wenn sie später vor ein Familien- oder Strafgericht gehen. Und neben der finanziellen Absicherung des Projekts brauchen wir eine Verfahrensweise, welche effizient und strukturiert ist, letztlich um einen wirkungsvollen Opferschutz in Berlin etablieren zu können. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, leistet der hier vorgelegte Änderungsantrag. Deshalb bedanke ich mich bei allen Beteiligten und Initiatoren für das Engagement für die Gewaltschutzambulanz. Der einstimmige Antrag zeigt, dass wir hier an einem Strang ziehen. Herzlichen Dank.